Ja, und heute sind wir hier am Diemelsee. Und viel Wasser ist hier auch nicht drin. Ja, hallo YouTube. Ich bin auf dem Rückweg vom Edersee nach Hause und habe da eine Strecke gewählt hier entlang dem Diemelstausee. Und wenn ich mir das hier so angucke, dann ist da auch nicht allzu viel Wasser drin. Ich werde jetzt hier Richtung Willingen und über das Sauerland, Eslohe wahrscheinlich, wieder zurück in meine Gefilde fahren. Aber wenn ich mir das hier so anschaue, da ist auch nicht viel. Da machen wir jetzt auch noch eben ein Foto. Über Willingen, wie gesagt, hatte ich vor jetzt. Und ja, zwischendrin werde ich jetzt ein Plätzchen suchen, wo ich mich mal gemütlich hinsetzen kann. Ich habe mir so eine schöne Krakauer Wurst mitgebracht. Die habe ich hier unten in meiner Tasche drin und ja, die werde ich dann genießen. Muss ich aber doch mal umdrehen. Hier habe ich was von einem Dommelturm gelesen. Da befindet sich auch ein Parkplatz. Also hätte ich mal gucken, ob ich da nicht mein Päuschen machen kann. Wenn ich vom Dommelturm zurückkomme, einen schönen Platz gefunden, wo ich mein Päuschen machen kann. Geregnet zu haben. So, und wo ist jetzt der Turm? Dommelturm, 1,4 Kilometer. Tja, der Dommelturm ist also ein Wanderziel.
Ja, dann drehe ich an dieser Stelle um. Hier, wo jetzt gleich die ganzen Wanderer vorbeikommen, da möchte ich mich jetzt nicht hinsetzen. Aber ich habe hier schon einen wunderschönen Platz. Habe ich ja schon gefunden. Dankeschön. In die Richtung. Ein richtig schöner Aussichtsplatz hier. Und man kann sich auch hinsetzen. Naturpark Diemel. Richtig klasse. Gleich geht's weiter. Ja, wirklich schöner Platz. Weiter geht's. Also ich muss sagen, mit jedem Kilometer hier mit der Vespa macht das mehr Spaß. Das extrem handliche Fahrwerk hier durch die kleinen Räder. Mittlerweile, ich lerne es zu schätzen. Wie hatte die gute alte Freundin doch gesagt? Okay, und Vespa fahren ist so anders und macht so viel Spaß. Das ist, als ob du in eine andere Welt reingehst. Ich will es nie missen. Recht hat sie damit. Hier kommen wir langsam wieder ins hügelige Sauerland. Jetzt müssten wir eigentlich gleich in Willingen ankommen. Ja, Willingen, dem einen oder anderen wird das so als Partydorf, Partystadt in Erinnerung sein.
fahren wir jetzt hin. Und Freitag. Ja, Freitag könnte jetzt sein, dass in Willingen langsam auch schon was los ist. Schauen wir mal. Wobei, das ist so eigentlich gar nicht mein Metier. So wirklich wohlfühlen würde ich mich da nicht. Ich bin nicht so der Partylöwe. Willingen. Willkommen in Willingen. Richtiger Touristenort. Und das, was ihr jetzt gerade seht, dieser ganze Trubel, das ist genau das, was mir an solchen Orten nicht gefällt. Geschafft. Willingen ist Geschichte. Und an dieser Stelle hat mich leider der Akku verlassen von der Kamera. Bleibt gesund, bleibt immer fair im Verkehr. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal hier wieder auf diesem Kanal. Ciao.